November 2021, Aufgabe 2. Und es ist für einen technischen Fachwirt. Genau. Hier haben wir jetzt einen Biegebalken gegeben. Und zwei Lager. Und auf dem Biegebalken sind zwei Massen. Einmal die MK. Masse MK hier und einmal ML. Dann gibt es hier sehr, sehr viele Maße in der Zeichnung. Genau. Wir haben Eine Gesamtlänge von 5,4, also 5,4. genau 5,4. Von da bis da. Was haben wir dann noch? Genau, dann haben wir noch die Dann haben wir vom. Masse von dem Balken, glaube ich. Also hier innen drin, die Gesamtmasse von dem Balken, da ist ein G dran. Diese Länge, dann mache ich auch noch mal kurz die Auflager rein. Also das ist das Lager A. Genau. Da ist es dann die Kraft FA und dementsprechend. Genau, das ist FB. FB mit dem Lager B, was haben wir dann noch? Genau, da haben wir, da ist vielleicht auch wichtig, da haben wir von Lager B zu ML, also das Grüne ist dann ML in dem Fall. Da Ja. haben wir 1,70 Meter. Genau, von hier bis zum Schwerpunkt der Masse haben wir die 1. 70. Und wichtig ist jetzt vielleicht, dass man noch weiß, dass man von MK, also praktisch von links, bis zur Mitte 2,7 haben. Genau, bis zu dem Ja, Gebra hier. genau. Und dann ist noch FA wichtig. Also praktisch von MK zu FA haben 1,40 Meter. Genau, das MK muss ich noch ergänzen. Und es hat auch ein Gewicht von 0,15 Tonnen. Genau, die ergänze ich gleich mal rein. Das wird FA. Und da ist da die 1,4 Meter. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall erstmal alle Geometrien, oder? Also, Genau, ja, genau, da haben wir genau. jetzt Und jetzt alles. mache ich nochmal die Gewichte hin. Wo hast du gesagt, haben wir ein Gewicht? Also links, das ist ja MK, da haben wir dann 0,15 Tonnen. Genau, wollen wir gleich alles wahrscheinlich in Kilogramm haben? Ja, ich habe es jetzt bewusst so angegeben, weil es in der Aufgabe auch so ist mit Genau, dann kannst du Zürich. mich mal umrechnen. Das sind 0,15. 150 Kilo. Genau. Und was haben wir noch? Haben wir noch was anderes gegeben? Ja, wir haben noch ein, da steht noch zum Beispiel, ein Träger mit der Länge, ein 5,47 Meter, hat ein Eigengewicht von 200 Kilo. Also praktisch Genau. das ganze Schwarze, was jetzt bei uns auf der Zeichnung sind, das sind dann die 200 Kilo. Genau, und das wird repräsentiert durch dieses G hier, also durch die Kraft G. Das heißt, das wäre jetzt repräsentativ MG. Und wenn es FG dran steht, muss man es dann noch in die Kraft umrechnen. Also MG, da muss man aufschauen, dass man nicht durcheinander kommt. Also wenn es M davor ist, dann ist es in Kilogramm oder in Tonnen angegeben. Und wenn es dann nur noch ein G ist, beziehungsweise ein FG, dann sind es alles Kräfte, muss man es in Newton umrechnen. Okay. Und genau, und Ziel der Aufgabe ist. Ja, A ist, berechnen Sie nachvollziehbar die Kraft im Lager A, wenn noch keine Masse im Punkt D am Träger aufliegt. Genau, das heißt, Also ohne das Grüne im Prinzip. genau, FA ist gefragt.
Und wir haben kein ML. Also das können wir, wie du gerade gesagt hast, einfach erstmal ignorieren. Genau. Gut, dann um jetzt an Kräfte ranzukommen, nämlich hier wollen wir ja auch noch eine Kraft rausbekommen. Ja. Wie kriegen wir jetzt aus den Massen Kräfte raus? Ja, indem man das umrechnet, oder? Also Ja, mit praktisch welcher von, Formel? das ist dann in Praxis M mal G, machst du mal Ding, Ballgeschwindigkeit. Genau, F ist M mal M mal G. G, genau. Und das heißt, wir können jetzt beide eben mal G machen und dann kriegen wir das auch. FK wäre dann MK mal G. G, genau, das wären dann auch 150 Kilo mal 9,18 ms, also Meter pro Sekunde Quadrat. Ja. Und das sind dann, ich rechne es kurz, 150 mal 9,8. Das sind dann 1471,5 Newton. 71 Ja, rund mal Kilogramm. auf ganze Newton auf, dann haben wir nicht Okay. so viel. Mit da brauchen wir keine Kommazahl. Also 72 dann, oder? Ja, machen wir 72. Gut. Und dann können wir das mit dem Blauen auch so machen. Genau. Also Das sind dann das wäre aber, dann das G. das sind dann praktisch 200 mal 9,18. Das sind dann 1962 Newton. Genau, ja. Und da wäre jetzt auch die Aufgabe A erledigt. Nee, also wir haben die Vorbereitung für die A getroffen. Also die A, die gibt ja 10 Punkte. Also wir wollen ja jetzt Okay, diese ja. Kraft FA ausrechnen. Und jetzt müssen wir das, was wir davor mal geübt haben, mit diesem, Bilanzen. genau, Bilanzen und diesen Drehpunkt wählen. Also wenn du, das wäre jetzt vielleicht nochmal Ja. meine Frage. Also wir wollen ja jetzt das FA ausrechnen. Und du Ja. hast da zwei Möglichkeiten, wo du jetzt deine Drehmomentenbilanz wählst. Wählst du die jetzt um das Drehpunkt A oder den Drehpunkt B? Also wir haben ja bei der letzten Vorlesung gesagt, wenn ich A, also FA haben will, Ja. dann ist, das ist ja dann praktisch, praktisch alles gegenüber. Und FA, weil wir mit dem Schraubenzieher draufschlagen und nicht drehen, ist ja das Ja. ist gleich 0. Genau. Also Also machen wenn wir wir hier den. praktisch, Ja. genau, wenn wir das anwählen, dann ist ja praktisch FA 0, das Genau, dann denken fällt wir es uns raus, weg, dann können wir genau. FA nicht berechnen. Und dann ist MK drückt dagegen, das ist ja praktisch dann die Hebelkraft, die nach links dreht. Ja. Und alles rechts vom FA dreht ja praktisch nach oben dagegen. So hätte ich dann die Gleichung aufgestellt. Ja, aber jetzt der Grundgedanke war ja nochmal, wenn du hier draufschlägst, dann fällt FA ja raus. Ja, Das da bedeutet aber, muss wir man. wollen ja FA berechnen. Ja, da muss man alles im FB herrechnen, Genau, weil. das ist Genau. der Ansatz. Genau, also wenn wir FA berechnen wollen, dann müssen wir hier rumdrehen, ne? Ja. Und dann musst du um hier alles drehen, ne? Nämlich du hast jetzt gerade das alles ja gesagt um hier. Ja. Das heißt, wichtig ist, dass du jetzt um Lager B diese ganzen Bilanzen Okay. aufstellst. Nämlich wenn nämlich du hast jetzt gerade alles schon um A gesagt, aber wir wollen ja um B machen, ne? Okay. Nämlich wenn du das halt jetzt. Ist es halt der Aufwand so 30 Sekunden oder 20 Sekunden gewesen? Jetzt hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du das jetzt hier drehst. Wenn du jetzt aber alles aufschreibst, dann machst du halt 5 Minuten Arbeit und merkst dann erst, wenn du umstellen willst, hey, ich habe gar kein FA in meiner Gleichung drin. Ja. Deswegen ist die Überlegung hier, wo du die Bilanz wählst, eben von entscheidender Das Wichtigkeit. habe ich mir noch sehr gut gemerkt, weil da haben wir ja noch geredet gehabt, wenn ich praktisch FA Ja. hier brauche, dann ist das 0 und dann Ja. muss ich da gegenüberliegend also dann die ganzen drumherum rechnen. Genau. Das heißt, du musst, du darfst auf jeden Fall, wenn du eine Größe ausrechnen willst, also bei FA die Größe, darfst du nicht hier den Drehpunkt wählen. Ja. So. Also wir machen jetzt um B. Ja. Und dann kannst du mir jetzt sagen, was um B jetzt links rumdreht und was um B rechts rumdreht und dann Okay. Also um B dreht sich links rum die 3,7 Meter, weil Wie kommst du auf 3,7? wenn ich von 5,4 Ja. die 1,7 abziehe, Mhm.
Dann habe ich 3,7 Meter. Das ist dann praktisch der Das heißt, du rote hast Punkt. die volle Länge dann Genau, hier, ne? vom roten Punkt bis zu MK sind Genau. 3,7 Meter. Okay, und was hast, wie stellst du dann das aus? Das heißt, du nimmst jetzt diese Ich habe, also ausgerechneten, ich wie würde viel, schreiben, 3,7? genau. Das passt ja auch, haben wir eine Gegenkontrolle. Ja, genau, Gesamtlänge ja. minus. So, ich würde jetzt auf jeden Fall die Formel aufschreiben, weil das verwirrt mich jetzt. Ich würde jetzt aufschreiben, FA ist gleich, weil letztendlich suchen wir die Formel für FA. Dann würde ich die Ja. Gleichung aufstellen. Genau, Und also dann. wenn ich jetzt FA mit mal was? Genau. Nee, ich würde da die Gleichung aufstellen. Das wäre dann praktisch. Das wäre dann die 3,7 Ja. mal FK. Das wäre Genau, also der, das Orangene. ja, das ist ja praktisch mein, das ist ja, das schreibe ich auch links von der Gleichung auf, weil Genau, sich ja das das nämlich links das. Also umdreht. wir können ja noch den Pfeil hier einzeichnen. Also das Genau. drückt ja nach unten so, ne? Genau, deswegen dreht sie links Genau, das rum. heißt, das ist auf der linken Seite vom ist gleich, genau. Genau, 3,7. Und dann habe ich noch die Warte mal, Kraft. ich mache den wahrscheinlich am besten orange, dann kann man das hier zuordnen. Also jetzt Genau. ist der Hebelarm orange und eben das. Das Gewicht. Und dann habe ich ja noch die Kraft von praktisch G. Genau. Das wäre Welchen Drehsinn praktisch, hat das? das hat auch links rum, weil das drückt hier runter. Genau, Das ist das das heißt, wir haben Blaue. G. Ja. Also auch die linke Seite, die sind mit Plus verbunden und welchen Hebelarm? Und das muss man jetzt wirklich, sage ich mal, sehr Genau, gut aus also der Be sehen, also du erkennst den schon mal visuell, ne? Genau, das ist halt der Und jetzt Weg. muss man nur überlegen, wie man das ganze Ding ausrechnet. Ja. Das geht aber ganz einfach. Also wir haben ja von dem roten Punkt bis zum grünen 1,7 Meter. Ja. Und von dem Hebelkraft, also vom orangenen bis zu dem Mittelpunkt, also sprich da, wo das Pfeil G ist, haben wir 2,7 Meter. Ja, das hier, ja. Genau, und wenn man das jetzt alles von der Gesamtlänge abzieht, Ja. hat man einen Meter übrig oder man zieht es von dem Orangenen ab, also praktisch die Ja, aber ich glaube, das 3,7. eine ist schon das Logischste. Du nimmst eben das Große, diese 5,4 und Genau, ziehst und die ziehst dann die 1,7 ab und 7. ziehst die 2,7 ab. Genau. Und was haben Und wir da? da haben wir einen Blablabla. Meter raus. Das 1 plus 2 sind 1, plus Sehr gut, 1,4 genau. sind Das ist ein 4,5. Meter, dann kann man hier jetzt auch einen Meter Ja, hinschreiben und genau. dann machen wir 1 Meter mal das G. G, genau. Genau. Und Und jetzt, welches? meiner Meinung nach, haben wir jetzt alle Kräfte, die nach links rumdrehen, raus. Also die haben alle abgearbeitet. Ja. Und dann würde ich jetzt rechts von der Gleichung reden. Ja. Und das wäre dann praktisch die, das wäre dann einmal rechts rum, wird sich hier die anderthalb Meter, 1,7 Meter dreht sich hier nach links, rechts rum. Genau, also ja, Ja. genau, da habe ich noch den Pfeil vergessen. Also hier haben wir ja auch visuell dann eigentlich einen Pfeil so drin, ne? Genau. Und es würde rechts rum drin, aber Der ist ja gerade nicht da. genau, das heißt, den kann man vernachlässigen. Also der zählt nicht. Genau. Und dann wird es auch richtig kompliziert. Welche Kraft fehlt jetzt noch? Ja, eigentlich die Eigenkraft, oder? Die, also Nee, von die dem. Eigenkraft vom Balken haben wir das mit dem G. Das hast du Ja. gemacht. Du meinst jetzt nicht die Eigenkraft, die noch fehlt, sondern welche Kraft fehlt es noch? Jetzt muss ich die Formel nochmal angucken. Also eigentlich ist es sehr einfach. Es fehlt noch die Kraft, die wir ausrechnen wollen. FA. Okay. Also FB könnten wir jetzt zwar auch noch aufstellen, aber da wissen wir ja, ist wie mit dem Schraubenzieher draufhauen, ne? Ist kein Hebelarm, Ja. null. Und jetzt müssen wir noch FA nehmen. Und wie dreht sich FA jetzt um B? Links oder rechts rum? Ja, rechts rum dann. Genau. Nee, wenn es sich auch noch links rum drehen würde, dann würde Ja. irgendwas schief laufen, ne? Dreht sich rechts rum. Okay. Und jetzt darfst du mir nur noch den Hebelarm sagen und dann haben wir eigentlich schon alles rausgelesen. Das ist dann, wir haben dann, okay, jetzt muss ich ja praktisch rausrechnen, genau den orangenen Punkt. Und da habe ich, also da kann ich von der Gesamtlänge einmal die 1,4 abziehen. Das ist praktisch der Weg von MK zu FH. Den ziehe ich ab Genau. und dann ziehe ich noch einmal von der Gesamtlänge
DIC. Von FB zu FML ab. Genau. Dann, also wäre dann Genau. die Länge 5,4 minus 1,4 minus 1,7. Das wären dann 4, 2,3 Meter sind es. Ah, ich tue da noch kurz ein. Wie viel? 2,3. Ja. Weil 5,4 minus Genau. 1,4 sind 4 und dann, ja. Okay. Ich mag. Super. Und jetzt kannst du umstellen. Okay, jetzt stellen wir auf FA um. Dann, Ja. ja, das ist ja easy. Ja, FA ist gleich dann, da muss ich ja nur die 2,3 Meter rüberbringen. Wie machst du das? Ja, indem ich mit geteilt durch arbeite, weil Genau, und ja. jetzt stehen die alle unter einem Bruchstrich da, ne? Genau, dann steht im Prinzip das Blaue und das Orangene, genau, geteilt durch die 2,3. Genau, und jetzt machen wir im Ah. nächsten Schritt noch kurz die, okay, das G, das sieht Ja. gerade eher aus wie eine 6. Genau, jetzt darfst du mir noch kurz die Kräfte einsetzen, die wir da ausgerechnet haben. Jetzt kann ich auch mal wieder weniger mit Okay. Farbe arbeiten. 1, was haben wir für G? Hier haben wir ja 200 Kilo. Aber aufpassen, nee, wir haben MG 200 Kilo. Wir brauchen aber Kräfte. Ach so, okay, dann sind sie praktisch die 200 Kilo mal 90, das, was wir vorhin gerechnet haben, Genau, das Blaue, genau. ja genau, das sind dann die 1962 Newton, Genau. mal praktisch einen Meter, genau, und dann Ja. kommt noch die 3 plus 3,7 mal FK, und das haben wir ausgerechnet, das ist orange, das sind 1472 Newton. Genau, und wir teilen es durch die 2,3 Genau, nimmt Meter. uns rechnen wir einfach einmal 1962. Ne. Doch. Plus. Und jetzt entweder erzeugst du beim Taschenrechner wirklich auch so einen Bruchstrich, dass du es aktiv über den Bruchstrich reintippen kannst und andere aktiv unter den Bruchstrich. Wenn du jetzt Genau. keinen Bruchstrich erzeugst, dann musst du hier noch eine Klammer drumherum setzen. Also wenn dein Taschenrechner, wenn du nicht den Bruchstrich am erzeugst, Ja. dann musst du hier noch eine Klammer machen. Okay, aber ich habe es jetzt auch mit dem Bruchstrich gemacht. Dann Das brauchst sind, du die Klammer nicht. genau, das sind dann die 3,7 mal die hier irgendwas und dann plus 1262 mal 1. Ich habe noch dann habe ich 3221 Newton raus. Genau, habe ich auch. Top. Gut, da haben wir die A und die gab 10 Punkte. Ja, jetzt macht es bei mir Klick. Also, um die Gleichung aufzustellen, ich stelle ja die Gleichung komplett auf. Das ist sehr wichtig. Und dann pflüge ich mir das raus, was ich suche. Weil, wenn ich jetzt das alleine gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, das FA in der Gleichung einfach weggelassen. Genau, Also, dann hättest du es, also entweder ja. hättest du es jetzt eben hier vergessen, also Und ja, dann dann, hättest du es ja. weggelassen und dann hättest du halt nichts berechnen können. Also man kommt Ja. da auch relativ schnell drauf, weil man zu keiner Lösung kommt, weil du FA bestimmen willst, aber FA dann nicht auftritt. Genau. Das ist Genau. dann praktisch wichtig, dass man in der Gleichung wirklich alles aufstellt. Ja. Und dann daraus, wir könnten jetzt praktisch im Prinzip laut der Formel hätten wir jetzt auch G auch suchen können. Da Genau, wenn müssten halt jetzt die. G unbekannt gewesen wäre, hätten wir auch G Genau, bestimmen da können. müssen wir. Aber Da müssen. die Aufgabe geht ja so weiter. Das heißt, wir sollen ja bei der B auch jetzt Genau. nochmal eigentlich das Gleiche machen, nur. Berechne nachvollziehbar die Kraft im Lager B. Wenn jetzt eine Masse von ml 2 Tonnen im Punkt D am Träger aufliegt. Genau, also wir Also, suchen jetzt wirklich FB. genau. Und wir können jetzt nicht, also wenn jetzt sich jetzt nichts verändert hätte, hätten wir jetzt einfach über die Kräftebilanz gehen können und einfach sagen können, wir suchen einfach die Kraft, die jetzt halt noch fehlt. Also wir haben ja drei Kräfte, die nach unten zeigen, zwei nach Ja. oben und FB muss genau so groß sein, das zu kompensieren. Aber weil wir jetzt das System ändern, müssen wir nochmal von neu anfangen. Ja, weil jetzt legt man ein Gewicht von 2 Tonnen auf Genau. D Und dann drauf und ändert sich das. Dann muss nämlich FA ja auch was anderes tragen. ja. Gut, aber jetzt kannst du eigentlich das Gleiche nochmal machen. Und worum drehst du jetzt? Ja gut, bevor ich jetzt irgendwas mache, muss ich hier erst mal rechnen, mit wie viel Kraft ich arbeite, oder? Weil ich würde jetzt einfach. Genau, wir können jetzt das ML. Was hatten wir da? Nee, ich würde das als praktisch, wie gesagt, das ist ja dann. Ja, ML, das ist die Masse L, das sind ja dann 2 Tonnen. Dann macht man 2 jetzt ein Tonnen, genau. mal Sind 9, gleich wie viel Kilo?
so 2000 Kilo mal Fallgeschwindigkeit. Genau, das nenne ich dann FL ist gleich ML mal G Genau. 2000. Und jetzt muss man schauen, das brauchst du gar keinen Taschenrechner. Da machst du einfach, also da musst du ja nur eine Null ansetzen. Genau, du musst nur eine Null an das andere Ergebnis hinten dran machen, ne? Genau, das sind dann 19.620 Newtons. Genau. Dann haben wir das, dann haben wir die Kraft. Und jetzt wieder wichtig, wo wählst du jetzt deinen Drehpunkt? Ja, die drückt jetzt nach unten, also die drückt jetzt wieder links rum, oder? Nee, so weit musst du noch gar nicht denken. Ach Wo so. wählst du deinen Drehpunkt? Für deine Bilanz. Im Lager Ach A oder so. im Lager B? Wir suchen ja B. Ja. Also dreht sich's ja um A. Stimmt's? Genau. Deswegen, Ja, das bei ist wichtig. Lagerbilanz um links. Ja, also um A, ja, genau. Genau. Das heißt, das musst du auch richtig hinschreiben. Wenn du es da halt jetzt verdreht rum machst, dann wirst du nicht die Möglichkeit haben, B auszurechnen. Um A. Genau, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Jetzt wird es halt ein bisschen unübersichtlich in der. Bilanz, ja. Aber ich guck mal, ob wir das noch hinkriegen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht so viel machen, weil die Maße so ein bisschen hier von B ausgehen. Aber jetzt sagen wir einfach mal, was links rum, rechts rum dreht. Wir werden jetzt vier Terme haben anstatt drei, weil ja die noch hinzugekommen ist. Also fangen wir mal ganz links an. Das wäre dann praktisch MK. Ja. Genau, das haben wir als FK bezeichnet. Dann auf jeden Fall FK mal 1,4. Das Genau, das würde machen wir in links rumdrehen, Orange. genau. Das würde Und links oder links rechts rumdrehen. rum? Links rum. Die trägt er Genau. runter, genau. Also links von der Kraft. FK mal 1, 1,4 Meter. Okay. genau. Dann würde ich jetzt einfach einen Schritt weiter gehen. Dann habe ich hier. Wir sind ja genau da. Dann habe Genau. ich doch, also jetzt habe ich doch dann im Prinzip die 2,3 Meter, sprich zwischen Punkt A und B. Stimmt's? Ja, aber du musst immer aufpassen. Das verwirrt jetzt vielleicht. Ja, ich glaube, ich mache es nochmal kurz anders. Ich glaube, das verwirrt dann auch den Zuschauer. Warte mal. Ich kopiere das jetzt nochmal raus und ziehe es hier hin. Und. Und mache jetzt mal diese Nebenrechnung nochmal weg. So, und ich mache jetzt auch mal diesen roten Punkt hier weg, nämlich schon verwirren wir uns da mittendrin in der Aufgabe. Also unser Drehpunkt ist jetzt immer A, wie es hier Okay. oben steht. Das heißt, wir werden immer hier drum drehen. Du musst immer die Abstände zu dem Punkt hier haben. Beim ersten Okay. hast du es da richtig gemacht und jetzt kann ich Ja. auch mit den Farben nochmal arbeiten. Ne? Dass ich sage, die 3,7 sind uns jetzt eigentlich hier gerade egal. Sondern wir haben jetzt ja nur diese 1,4 mal MK. Das hast du gemacht, ne? Ja, okay. Und jetzt ist es auch wieder übersichtlicher, das Ganze. Genau. Und wenn wir jetzt einfach die nächste Kraft machen, wäre FA. FA, das wäre dann praktisch FA bis zu FB, oder? Nee, Diese Ab. FA bis zu A, weil du ja um A drehst. Und das bedeutet, die fällt weg, weil das jetzt wieder mit dem Schraubenzieher auf die Okay. Schraube klopfen lässt, okay? Ja. Das heißt, die fällt weg, aber wir wollen ja auch, dass sie wegfällt, weil wir ja nicht FA berechnen wollen, sondern FB. Das heißt, die nächste Kraft ist die. Wenn du von links nach rechts gehst. G, genau. Und welchen Abstand hat G? G hast dann 2,3 Meter, oder? Weil Genau, weil du jetzt nicht den Abstand hier brauchst. sondern Sondern den Abstand zum Lager A, den kann ich jetzt auch nochmal neu in blau einzeichnen. genau, das ist dann Das ist praktisch dann. Gesamtlänge minus 1,4 und 1 minus 1,7. Genau, das hier oben und da hast du schon 1,3 richtig ausgerechnet. Welchen Drehsinn? Die ist jetzt auch. Jetzt muss ich kurz überlegen, bevor ich rate. Du musst auch, warte mal, ich gebe dir mal einen Tipp, wenn es jetzt so viele Kräfte sind, musst du gar nicht auch wissen, ob es jetzt links oder rechts rum ist. Du musst nur wissen, im Verhältnis zu dem vorherigen, dreht sich's Ja, okay, mit ihm stimmt. oder entgegen ihm. Ja, Medium, oder? Sicher?
Ja, MK drückt runter. Ah, nee, stopp. Nee, Die kommen sich richtig. entgegen, Die kommen sich okay? entgegen, ja. Das heißt, der eine hat das eine Dreh und der andere hat den anderen Dreh. Das heißt, es muss auf die andere Seite vom Mist gleich. Okay, ist gleich ja rüber. Ja, das hat mich Aber das jetzt sind jetzt verwirrt. schon die schwierigsten Aufgaben. Bei Industriemeistern sind es nicht so viele. Genau, das heißt, wir hätten da G mal 1,3 auf der Seite. Gut. Welches ist die Ja, nächste weißt du, Kraft? was mich jetzt wieder verwirrt? Was? Ich hätte jetzt einfach FA auch aufgeschrieben. Mit welchem Hebelarm? Ne, ich hätte jetzt mir die FB aufgeschrieben. Nämlich, das wäre dann 2,3 Meter Ja, die mal. kommen jetzt als nächstes, ne? FB kommt jetzt als nächstes. Okay. Ja, und Ja, kann ich dir dann gleich sagen, das sind ja dann die 2,3 Meter, oder? genau, das war das, was wir hier jetzt zwischendrin hatten. Das war mal das hier, ne? Genau. Und da Aber hatten wir das. 2,3 raus, ne? Also 4,5, Ja. 1,4 und das abziehen, ja. Ja. Und das drückt aber wiederum ja auch entgegen, also kommt es auch rechts von der Gleichung, stimmt's? Mit welchem dreht sich zusammen? Also dreht sich das jetzt zusammen mit dem Orangenen in die gleiche Richtung oder zusammen mit dem G in die gleiche Richtung? Mit G. Nee, leider nicht. Wenn du jetzt das so hast, oder Ja, das. ich bin gerade hier gespiegelt, aber du musst jetzt schauen, du nimmst den hier und drehst den ja hoch. Also der dreht sich Ja. ja gegen den Ah, Uhrzeigersinn und G okay. dreht sich im Uhrzeigersinn darum. Ja, okay, dann dreht sich es mit MK oder in F in dem Genau. Fall FK. Das ist noch so ein bisschen ein Spiel, aber ich glaube, wenn du es noch zwei, dreimal anschaust, dann. Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch nicht gerade geil, wenn man gleich wirklich mit der Champions League Aufgabe übt, aber ist ja okay. Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch eine übrig. Ja, und das ist genau das, was mich vorher verwirrt hat. Das ist jetzt, uns fehlt doch jetzt eigentlich nur noch. Also jetzt fehlt uns noch das Grüne, ne? Und da haben wir den Ja. Hebelarm von hier nach hier. Okay. Das sind dann praktisch genau 4 Meter. Genau, 5,4 minus Minus die. 1,4. Ja, und jetzt Oder überleg als dir mal Drehrichtung. Gegenkontrolle. Oder als Gegenkontrolle das Lila mit dem Grauen, also praktisch 2,3 und 1 ziehen wir irgendwie auch 4. Ja. Und das drückt ja wiederum mit MK mit, also auch runter. Ja, es drückt runter, aber, also genau, Ja. MK und ML, die drücken beide runter. Aber Ja. aufgrund dessen, dass das eine links vom Lager ist und das andere rechts vom Lager, haben sie entgegen eine Drehrichtung. Okay. Dann drückt es nach links und das nach oben. Das drückt dann mit praktisch mit dem, also rechts von der Gleichung. Genau, also es drückt mit dem Blauen. Also siehst du, der Ja. Blaue hat eben den kurzen Hebelarm und drückt nach Ja. unten und das Grüne hat den langen Hebelarm und drückt auch nach Ja. unten. Ja. Ja, also die Aufgaben, die haben schon da ein bisschen in sich. Aber wenn du die beherrschst, dann beherrschst du alle so vom Aufstellen. Gut. Und jetzt Ja. ist Umstellen auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt Jetzt. eben noch mal einen Term da haben. Also, welche Größe wollen wir raus? Also wir suchen hier nach FB, also muss FB alleine stehen. Genau, da den hier wollen wir. Die anderen haben wir Genau. alle. Und das Orange ist hier ein Term. Ja. Und das Problem ist jetzt aber, die 2,3 gehören ja auch zu dem lilanen Term, sage ich jetzt mal. Genau, aber nur deswegen ist es dann auch, ja, also das ist ein Term, Ja. genau, und den kannst du zusammen dann halt verschieben. Ja, aber ich brauche hier praktisch genau, den suche ich ja. Also ja, genau, den hier, aber den orangenen Term meine ich, Ja, ja. den schieben wir. Okay, komm, wir schieben den erstmal jetzt rüber, Wie? indem wir das als Term zusammenlassen. Ja, und wie ist die Verschiebung? Plus, minus, mal geteilt? Weil davor nichts steht, gehe geh ich als Plus, also muss ich es Ja. mit Minus rüberbringen. Genau, Also. also wir machen. Mit minus FK mal 1,4. Genau. Und dann ist, Dann wenn du das würde geschafft hast, dann ist es easy. wieder wie Und die Aufgabe jetzt, davor. Dann kann genau, ich eigentlich dann. fast schon in Schwarz schreiben. Haben wir hier die Genau. FB 2,3 Meter. Ich schreibe einfach die rechte Seite ab. Genau. G, genau. Und füge dann mit minus die FK mal 1,4 hinten an. Genau. FK mal 1,4 Meter. Genau. Genau.
Und jetzt muss ich nur noch die 2,3 Meter rüberbringen. Und die bringe ich ja weiß mal es mit geteilt durch rüber. Dann heißt die Gleichung FB ist gleich G mal 1,3 plus FL mal 4 minus FK mal 1,4 geteilt durch 2,3. Sehr gut, dann fügen wir unsere Sachen ein. Also G haben wir ja dann. G haben wir gehabt mit 1962 Newton, oder ne? Doch, warte mal, ich kann es hier Doch, nochmal doch, doch, kurz. doch, doch, doch. 1200 Newton Ich kann es hier mal nochmal kurz hier 1. rüber kopieren. Genau, und dann haben wir die 4 Meter mal 4. Das sind dann die 19.620 mal 4 Meter. Minus 1.401, ja, wir haben jetzt 72 gemacht gehabt. 72 mal 1,4. Und das FK dann diese 1472 Minuten, genau. Genau. Und dann sind wir bei 34.335 Newton. 34.000? 335. Genau.